Jetzt geht es um das Thema Ventilatoren. Ich habe hier als allererstes den kleinsten Ventilator, den Sensi zu bieten hat. Das ist der Mini-Fan-Diffuser. Dieser hat einen USB-Anschluss und somit kann man den schön mit ins Büro nehmen, im Auto parken oder überall dahin mitnehmen, wo man auch seine Powerbank mit hinnimmt. Das Schöne ist, also wenn man den einsteckt, fängt sofort der Ventilator an zu rotieren und ihr habt sofort den Duft. Ihr seht, hier kann auch keine Kinderhand oder kein Kinderfinger rein, um in den Ventilator reinzupacken. Das ist alles sehr kindersicher. Hier kann natürlich kein Wachs rein, weil ihr seht, da kann man durchgucken, ne? Das wäre blöd. Sondern hier gibt es die sogenannten Pots. So sieht ein Pot aus. Das ist quasi Granulat, was in das Öl getränkt wurde und in diese Gitter reingesetzt wurde. Diese kann man dann hier reinsetzen und dann fängt es direkt an zu duften. Ich finde den halt, wie gesagt, super. Mein Mann hat den im Büro, ich habe den im Auto, weil der halt praktisch ist. Ne? Wenn man eine etwas größere Alternative möchte oder eine Alternative für die Wandlampen, haben wir auch Ventilatoren für in die Steckdose. Warum Alternative zu den Wandlampen? Ich bin ein Fan von den Ventilatoren im Badezimmer und in Kinderzimmern. Warum? Die sind aus Plastik. Das heißt, im Kinderzimmer passiert da nichts. Also hier ist schon ein Ball gegengekommen, nicht gegen den, aber gegen den Ventilator, der bei meinem Sohn im Zimmer drin ist. Da ist ein Ball gegengekommen, da wird auch schon mal ein bisschen dran gerubbt und so. Da passiert nichts. Während ich bei einer Lampe ein bisschen vorsichtiger wäre, weil das Wachs ist ja flüssig und er würde damit matschen. Ich kenne ja mein Kind. Deswegen bin ich ein Fan von Ventilatoren im Kinderzimmer. Und ich bin ein Fan von Ventilatoren im Badezimmer, weil ihr habt auf Knopfdruck Duft. Das ist der große Unterschied zwischen den Wandlampen und den Ventilatoren. Und ich finde ein großer Pluspunkt, gerade im Badezimmer, wo ich es eigentlich direkt gut duftend haben möchte, weil ihr drückt drauf, der Ventilator geht an und fertig ist die Laube und gut riecht es. In den Ventilatoren, in den großen Ventilatoren, könnt ihr zwei Pots reinsetzen. Das hier ist so eine Pot-Verpackung. So kommen die an bei euch. Ein Pot reicht für 120 Stunden Duft. Sähe dann so aus. Zwei Pots bedeutet nicht 240 Stunden, sondern auch 120 Stunden, aber doppelte Duftdosis. Dann setzt ihr den drauf, steckt den in die Wandsteckdose, drückt da drauf und fertig ist. Dieser hier leuchtet sogar noch nach unten raus. Den habt ihr nämlich diese kleinen Blümchen auch noch nach unten wegleuchtend. Ist gerade für die Steckdosen, die etwas weiter unten sind, super abends oder nachts als Nachtlicht. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan von den Pots, von den Ventilatoren im Badezimmer und im Kinderzimmer, weil sie halt einfach so robust sind und direkt gut duftend. Wenn man allerdings jetzt ein großes Wohnzimmer hat und wir haben zum Beispiel einen großen Wohnzimmertisch und ich möchte etwas Schönes in der Mitte haben, wo zum Beispiel eine LED-Kerze drin ist, weil ich habe ja keine normalen Kerzen mehr. Oder ich sitze auf der Terrasse und möchte mal guten Duft mit rausnehmen. Oder viele nehmen den auch mit tatsächlich in Urlaub. Camping oder auch im Auto haben wir eine Alternative für unterwegs und zwar den Sensi Go. Das hier ist der Sensi Go in Silber. Es gäbe ihn auch noch in Roségold und es gibt den Sensi Go Solid. Was ist jetzt der Unterschied? Naja gut, zwischen Silber und Roségold ist es nur die Farbe dieses Streifens hier in der Mitte. Dieser Sensi Go kann, wenn er aufgeladen ist, was dieser gerade nicht ist, weil ich es vergessen habe, mit 7 Farben kommt er daher. Also er hat 7 Farbmodis, die er abläuft. Entweder kann man die einzeln ansteuern oder man lässt das Farbrad laufen und der hat eine Eco-Version. Das heißt, wenn ihr einmal auf das Lufträdchen drückt, würde er angehen. Wenn ihr nochmal drauf drückt, wird hier eine LED-Lampe grün und ihr seid im Eco-Modus. So hält der Akku 18 Stunden. Und das heißt, die Ventilatoren gehen mal an, mal aus, mal an, mal aus. Der Sensi Go Solid kann das nicht. Der kann auch zwei Pots beinhalten.
Der kann aber weder leuchten, noch hat er die Eco-Version. Ich bin ganz ehrlich, ich habe diesem Produkt am Anfang keine Beachtung geschenkt und ihn belächelt, weil ich gedacht habe, 71 Euro ist schon, ja, wofür? Mittlerweile will ich ihn nicht mehr missen. Ich nehme ihn so häufig unterwegs mit. Ich benutze ihn fast jeden Abend als Nachtlicht. Deswegen ist er auch gerade leer. Ich muss ihn für heute Abend aufladen. Weil durch dieses rote Licht, was da drin ist, wird mein Kind nicht wach. Mein Kind hat einen sehr leichten Schlaf und wird eigentlich relativ schnell wach, wenn wir abends ins Bett gehen. Das passiert, seitdem wir den haben, nicht mehr. Wir haben einen großen Flur, wo das Katzenklo drin steht. Gerade wenn ich das frisch gemacht habe, dann wirbelt das alles Mögliche auf. Dann stelle ich den schon mal tatsächlich für eine Stunde oder zwei in den Flur rein, weil wir haben da nur eine Steckdose. In der Regel steckt da meine Sternenlampe, meine Beraterlampe drin oder der Staubsauger in diesem Fall, wenn ich das Katzenklo halt mache. Und dann habe ich keine weitere Steckdose und dann kommt der dahin. Genau, deswegen, ich habe ihn wirklich belächelt und es tut mir auch wirklich leid und ich entschuldige mich nochmal in höchster Form, weil ich finde, es ist ein großartiges Produkt. Genau, das waren die Ventilatoren und alles Weitere könnt ihr den Katalog entnehmen, die Preise, es ist halt unterschiedlich, ob er leuchtet, ob er nicht leuchtet, es ist ein Disney-Produkt, es ist kein Disney-Produkt, von daher guckt einfach in den Katalog und oder fragt mich, schreibt mich an und fragt mich.